Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Fever. Ja, wie ihr seht, macht mir dieses Signalebauen richtig Spaß und da machen wir jetzt auch weiter. Also ich bin immer noch sowas von begeistert, wie das aussieht. Wenn es denn auch noch funktioniert. Respekt, Respekt, Respekt. Gut, wir waren irgendwie bei dem Einfahrtssignalen hier. Da müssen wir noch ein bisschen was basteln. Da sind wir ja letzte Folge stehen geblieben. Und ja, dann machen wir einfach weiter, würde ich sagen. Signale. Signale, Signale. Vorsignal. Oh, ist auch schön, oder? Vorsignal. Gibt's hier noch was Schönes? Komm, wir nehmen das mal für dieses Gleis. Keine Ahnung, was ich da baue, aber irgendwas bauen wir. Und wir brauchen hier noch eins. Dann nehmen wir mal so ein schönes. Oh, was haben wir denn hier alles? Ach nee, das ist ja nicht für die Brücke. Ich hoffe, dass die ganzen Signale funktionieren, die ich da jetzt hinmache. Nicht, dass da irgendein Signal so programmiert ist, dass es was völlig anderes macht, als das, was das machen soll. Komm, jetzt nehmen wir das hier noch. Sowas hatten wir noch nicht, glaube ich. Zack. Nee, ist... Oh, die sind beide zu weit weg. Ist natürlich doof. Nochmal Signal, dieses. So, jetzt. Nee, jetzt ist eins zu wenig. Okay. So, jetzt aber. Nee, auch nicht. Ah, ist es vielleicht wegen der Kurve, dass es deswegen nicht funktioniert? Kann das sein? Komm, wir machen dich nochmal weg und dich nochmal weg. Das kann natürlich sein, dass die Kurve jetzt hier irgendwie der Mod so ein bisschen in die Quere kommt. Und so scheint es mir. Nee, nee, ist zu weit weg. Okay. Abreißen. Nein! Okay, war nur ein Stück. Huh. Meine Güte. Emotion pur. Warte, warte, warte. So, nochmal. Vier moderne haben wir. Und hier, wo es gerade ist. So. Und jetzt nochmal, bitte. Und zwar hatten wir gerade... Wir nehmen einfach dich jetzt hier. Dich hätten wir gerne hier. Ja, jetzt funktioniert's. Okay, war also wirklich anscheinend so, wie ich es mir gedacht habe. Die Kurve war nicht nett zu uns. Gut, finden wir jetzt das... Ach, das Signal ist hier. Oh, ja, so sieht's auch hervorragend aus. Ist wieder weg. So, wenn du Signal nicht möchtest, dann nehme ich... Andere, ich brauche dich nicht. Da sind wir zu weit, da sind wir zu weit. Dieses möchte nicht. Gut, denn. Dann lass mich doch in Ruhe. Möchtest du? Du scheinst genauso doof zu sein wie dein Kumpel. Dann nehmen wir halt die, die wir die ganze Zeit hatten, die auch funktioniert haben und fertig. So. Und zwar nehmen wir hier, zack. Ist auch wieder zu weit weg, ne? Jetzt mag das Spiel uns nicht mehr. Na gut. Wir probieren es mal auf dieser Seite, ob es hier funktioniert. Das scheint zu funktionieren. Das scheint auch zu funktionieren. Nur dieses eine Signal möchte uns nicht. Dann probieren wir doch das Signal mal von hier vielleicht zu bauen. Aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Winkel. Vielleicht möchte es dann. Nö, das möchte irgendwie nicht.
Tja, dann fliegst du halt ein bisschen. Da jetzt nicht so die große Lust, hier 2 Stunden mit dir rumzudiskutieren. Dann hast du halt Pech. So, hier haben wir noch eins. Vielleicht möchte dieses lieber mit uns spielen. Einmal. Zweimal. Hervorragend. Die beiden sind richtig gesetzt. Einmal hier. Und einmal hier. Das funktioniert. Einwandfrei. Das war's. Das war ein Blocksignal. Also brauchen wir hier noch Einfahrtssignale für die Gleise. Hier bräuchten wir noch Weichen. Einmal. Und zweimal. Oh, hier haben wir eine Kurve. Da kriegen wir hier eine Weiche hin. Kriegen wir hier eine X-Weiche hin? Nee. Das wäre ja ein Ei geworden. Nee. Ungeeignete Stelle für Doppelgleisverbindung. Okay, schade. Gut. Relativ uncool. Aber eine reicht ja auch eigentlich. Dann benutzt der dieses Gleis. Ja. So machen wir das. Signal. Und Signal. Ja, ich weiß, der Zug ist jetzt im Tunnel drin, aber ist halt manchmal so. Okay. Blocksignal. Dann brauchen wir hier ein Einfahrtssignal für den Bahnhof. Und Bahnhof ist hier, also müssen wir hier eine Weiche machen. Frage ist, hier ist Bahnhofsbereich. Hier ist Bahnhofsbereich vorbei. Also X-Weiche. Blocksignal ist da, weit genug weg. Okay. Können wir hier ein Einfahrtssignal machen. Dann nehmen wir einfach mal dieses. Dann fahren sie hier wieder raus. Eigentlich brauche ich hier keine Weiche, weil er eigentlich auf der Seite durchfährt. Aber ist egal. Ist egal, ist egal. Brauche hier eins? Ne, brauche eigentlich nicht. Der donnert hier durch. Der braucht da nichts. Wo wir ihm eigentlich... Obwohl, da ist ein Blocksignal. Ne, ist okay. Dann geht's hier hinaus. Wutze, wutze, wutze. Da haben wir ein Blocksignal. Hier haben wir die Einfahrtssignale für den Bahnhof. Das hat funktioniert. Der donnert hier weiter durch. Hat da auch ein Signal. Gut. Der ist hier vorbei. Und der fährt hier weiter. Und hier haben wir noch nichts. Gut, hier haben wir wieder 2 Spuren. Dann nehmen wir wieder normale Signale. Dann machen wir hier noch ein Blocksignal sozusagen hin. Und hier sind wir auch schon im ersten Bahnhofsbereich. Brauchen wir hier... Ne, hier brauchen wir eigentlich keine Weiche, aber wir nehmen trotzdem ein Signal. Hier nehmen wir auch ein Signal. Hier brauchen wir die X-Weiche und da haben wir ein Signal. Sollte eigentlich funktionieren. Gut. Jetzt brauchen wir 2 neue Linien. Die erste Linie, einmal für Holz und einmal für Öl. Neue Linie. Wie heißt das gute Stück hier? Mein irgendwas war das doch, oder? Egal, wir machen erstmal... Was nehmen wir? Orange, orange, orange. Haltestelle hinzufügen haben wir. Wir fahren von hier nach. Nehmen wir erstmal Holz. Wir nehmen erstmal Holz. Da fahren wir hier entlang. Brrrp. Und fahren. Halt. Wir müssen erst da nach hinten. Okay. Also nochmal. Linie 1. Entfernen. Haltestelle hinzufügen. Wir fahren von hier nach hier. Wenn wir damit fertig sind, fahren wir nach
Hier. So. Jetzt schauen wir uns die Linie an. Wir starten von hier. Ups. Auf der rechten Spur. Und hier. Sehr schön. Rechte Gleis. Fahren durch den Tunnel. Fahren hier an dem Bahnhof sozusagen vorbei. Sehr gut. Sehr gut. Drrrt. Fahren hier durch den Bahnhof durch, der uns eigentlich gar nicht interessiert. Und fahren hier in unserem Umschlagplatz rein. Funktioniert. Und das ist jetzt Holz. Holz Münster Maifeld. Haben wir. Neue Linie. Öl. Münster Maifeld. Haltestelle hinzufügen. Einmal drehen. Wo haben wir das Öl? Hier ist die Raffinerie und das Öl ist hier, oder? Oder andersrum? Nee, hier ist das Öl. Hier ist das Öl, genau. Also, Station 1 ist hier. Wir nehmen mal eine andere Farbe. Münster-Maifeld Nebengleis, dann fahren wir hier hin und dann fahren wir dorthin. Stimmt das soweit? Gut, wir gucken mal von hier an. Wir fahren von diesem Gleis fahren wir hier raus. Rechts entlang, sehr schön, durch den Tunnel. Wutzi. In diesen Bahnhof hier hinein. Und holen Öl ab. Dann fahren wir hier lang. Wutzi. Hier lang. Und in unseren eingleisigen Bahnhof hinein. Und dann wieder zurück. Sollte funktionieren. Gut. Okay. Haben wir erledigt. Jetzt Züge kaufen. Dann machen wir erstmal Folgendes. Wir brauchen ja noch kurzfristig mal ein paar Depots. Wir bauen da noch was Schickeres hin, ist klar. Ich meine, wir haben es bisher ganz schick hier gemacht. Da muss definitiv noch was anderes hin. Aber wir wollen jetzt erstmal Züge kaufen. Und da muss ich erstmal speichern und dann muss ich auf meinen schlauen Zettel gucken. Was wir da an schöne Güterzüge haben, die ich gerne hätte. Und zwar Züge kaufen. Wir nehmen ein paar neuere, ein bisschen modernere, ein bisschen was älteres. 120 km/h, schneller glaube ich, brauchen wir die nicht machen, weil so lang ist die Strecke nicht. Wir müssen noch Strom legen, ist klar. Aber erstmal gucken wir danach. Was haben wir denn hier? Das haben wir. Wir gucken mal. Was habe ich denn aufgeschrieben hier? Haben wir schon die BR 150. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Wenn nicht, haben wir sie jetzt. Und zwar nehmen wir... Oder die 151? Die 151 haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Und die ist hübsch. Nehmen wir was Älteres in Grün. Genau, wir nehmen auf der einen Strecke eine grüne. Bügel hinten. Nehmen wir. Dann nehmen wir auf dieser Strecke noch
Ich glaube, die haben wir schon, Disblock. Aber wir haben bestimmt noch nicht Cargo International. Die haben wir bestimmt noch nicht. Nehmen wir. Und dann nehmen wir noch eine dritte auf dieser Strecke. Und zwar die... Was haben wir noch Schönes? Was haben wir noch Schönes? Ich habe hier einige Züge zwar drauf, einige Loks, aber ich weiß nicht mal, ob die oben oder unten waren. Siemens. Nee, das ist keine Güterlok. Hier sind die ganzen ÖBBs. ÖBBs. Was fährt denn die? Ach nee, ist zu langsam. BR. Was habe ich hier noch aufstehen? BR 186, BR 185. Wo haben wir die denn? BR 242 fährt 100. Ja, 120 sollten sie schon haben. Also die Gleise machen ja 120, dann sollten wir keine 100er Lok nehmen. Daher, was haben wir denn hier? BR 120.1. Ne, ist aber auch Passagiere. BR. Das Krokodil macht 65, ist zu langsam. Cargo 140, die könnten wir nehmen. Wollen wir eine Cargo nehmen? Komm, nehmen wir noch eine Cargo. Dann haben wir die erste Linie fertig. Haben wir jetzt das Depot genommen oder das Depot? Ne, wir haben Depot 2, also das. Also ist es die Holzlinie. Also müssen wir da Holzgüter nehmen. Das machen wir. Was haben wir denn Schönes an Holzsachen hier? Diese und diese und diese und diese haben wir. Haben wir noch mehr Holz irgendwo? Güter, Güter, Güter. Gut, Güter haben wir ohne Ende. Und Holz war es das halt. Okay, also müssen wir die untere nehmen. So viel Güter gibt es da halt nicht. Also so viel Holzgüterwaggons. Also 120 km/h ist gebongt. Ist gebongt. 1 und 2 und 3 und 4 haben wir. Gut, dann kannst du, machen wir das Spiel schon mal los, dann kannst du schon mal losflitzen und zwar die Holzlinie. Und zwar Holz, da ist es, Münster-Maifeld und wir haben natürlich keine Strömlinge. Gut, alles nochmal zumachen. Eieieiei. So, Strömlinge. So ist das halt, wenn man nicht gleich mit Strömlingen baut. Aber wir kriegen es ja hin. Ist ja jetzt nicht so kompliziert, da den Knopf zu drücken. Hier haben wir noch das Ganze. Genau. 1, 2, 3, 4. Haben wir. Hier haben wir noch was. Dann sollte es bis hier hinten eigentlich bis zum Bahnhof gut sein. Der Bahnhof hat schon Strom. Und dann fehlt uns nur noch hier was. Der Bahnhof hier. Zack, zack, zack. Und zack. Gut. Sollten wir jetzt fertig haben. Gut. Dann stellen wir uns mal hier hin. Dann nehmen wir nochmal unser Depot. Und dann kann der Erste auf die Reise. Warum wird die Strecke nicht angezeigt? Achso, weil sie vorne erst anfängt. Ja, ja, klar, klar, klar. Klar, klar, klar. Da kommt der erste Zug raus. Halt, stopp.
Überall sind keine Hölzer drauf. Okay, gut. Wollte ich nur wissen. Weiter geht's. Züge kaufen. Beziehungsweise Wagen kaufen. Können wir mal da runternehmen. Güter. So. Wieder ganz runter scrollen. Ah. Halt, stopp. Holzwagen. Da fällt mir gerade was ein. Wir haben was vergessen, mein Freund. Du brauchst ja auch noch Güterwaggons, sonst kommt ja das Holz nicht zu uns, ne? Eieieiei. Gut, aber hier können wir schon mal Holz kaufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und Güter bekommst du auch gleich. Wir machen jetzt eins nach dem anderen. Güter, Güter, dann nimmst du eins, zwei und drei. Und dann fährst du schon mal los. Oder haben wir eine schwarze Lok? Eine SBB. Sehr schön. Ich glaube, die haben wir auch noch nicht. Gut, sind wir jetzt an der anderen dran, ne? Genau, da. Eins, zwei, drei und vier. Dann kannst du auch lostrampeln. So, und für die 151er nehmen wir mal die und die und die Güter. Und können wir da auch Holz reinmachen? Nee, Öl können wir da reinmachen. Hier können wir Holz reinmachen. Na, dann nehmen wir das doch. Eins. Können wir da auch? Nee. Na gut, dann nehmen wir halt dreimal die. Zwei. Drei. Haben wir jetzt drei Stück? Eins, zwei, drei mit Holz, ja. Cool. Haben wir Containerwagen, die wir mit Holz bestücken können. Sehr schön. Okay, der erste Zug müsste gleich am Signal sein. Genau, der zweite kann los. Da fährt die Cargo los. So, und hier wird richtig Action sein. In dem Bahnhofsbereich hier. Ah, oh, schön, schön. Da freut er sich, da freut er sich. Der ist schon so aufgeregt, ich komme gar nicht mehr klar. Merkt man kaum, wa? Schön, schön. So, zweite Lok ist auch los. Dann können wir quasi die dritte auch hinausschicken. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob die voll sind oder leer sind, die Container. So. Da kommt sie. Und die ist richtig schön, finde ich. Und mit der fahren wir dann auch gleich mal mit. Wenn sie denn hinaus möchte. Ah, das wird hier richtig schön, die Stadt. Müssen natürlich noch die ganzen Wege verbinden und auch oben an den Fabriken müssen wir auch noch die Wege machen, das ist klar. Machen wir alles gleich. Und guck mal, wie detailliert hier alles ist bei dem Modell. Richtig schön. Gefällt mir. Hier wird richtig Action sein in dem Bahnhof. Cool. Und wir sind noch nicht fertig. Wir haben ja noch ein Gleis, da würde ich gerne noch was mit basteln. Jetzt geht's hier los. Die sind leer. Okay. Schade, die sind alle leer. Aber gut, die werden irgendwann auch mal voll sein, denke ich mal. Zumindest teilweise. Und die Lok ist doch super schön. So, dann schauen wir uns mal die Strecke an mit den tollen neuen Signalen, die wir ja gebaut haben. Geht's hier erstmal kurz durch den Tunnel. So. Schön. Riesengleisfeld.
Da werden gleich noch mehr Züge natürlich für die Ölstrecke noch raufkommen. Aber erstmal schauen wir hier. Haben ein rotes Signal, wie es aussieht, wa? Der fährt langsamer. Ja. Wir haben ein rotes Signal. Also scheint zu funktionieren. Mit den Signalen. Cool. Das sieht doch richtig genial aus mit diesen Signalbrücken. Schön, freut mich. Okay, die müssen sich natürlich erstmal einpendeln hier, die ganzen Züge, das ist klar. Wenn wir sie alle gleichzeitig rausschicken. Aber das klappt schon, das wird schon. Zack, jetzt haben wir grün. Super. Ja. Sieht gut aus. Gefällt mir richtig gut. Oh, hier die Ölfabrik, die wir gleich auch noch anfahren werden. Hier an dem Bahnhof vorbei. Oder durch den Bahnhof durch, besser gesagt. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob da was ankommt. An Öl und Gütern. Weil diesen Bahnhof kenne ich halt noch nicht. Sieht da nur aus wie ein Gleis. Aber werden wir auf jeden Fall herausfinden. So, haben wir hier wieder rot. Ne, wie scheint, können wir fahren, oder? Ne, wir haben doch rot. Ja, gucken wir uns mal noch eine andere Lok an. Na, da haben wir die Cargo, wa? Ja. Wie siehst du aus? Die SBB Cargo. Hier über unsere riesen Brücke. Oh, wenn hier so richtig schön viele Güterloks rüberfahren. Cool. Na, Autosave gibt's. Okay, das war's. Schön. Die Lok ist auch richtig cool. Ja, und wo ist unsere andere Lok? Ist die schon auf dem Rückweg? Nee, die ist noch auf dem Hinweg. Guck mal, hier ist schon Holz. Hier ist schon Holz. Cool. Der erste Zug hat gleich schon Holz geladen. Das ist ja genial. Ja, dass es so schnell geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. 13 Holz liegen hier schon. Nicht schlecht. Dann werden wir gleich mal gucken, wie es aussieht, wenn Holz dort drauf gelagert ist. Auf jeden Fall ein cooler Bahnhof. Zwar ein bisschen älter, hier noch eine schöne Windmühle. Zack. Und da haben wir die ersten Holzstämme drauf. Und da geht es auch gleich wieder weiter. Steigen wir bei ihm mal mit auf. Weil da kommt gleich sein Kumpel Cargo entgegen. Ist ja auch eine SBB. Mal zwei SBBs hier drauf. Was ja jetzt nicht verkehrt ist, ne? Tja, dann kommt sein Kumpel uns gleich entgegen. Und der liefert jetzt Holz hier in der Schreinerei ab. Dann müsste die ja auch anfangen zu laufen. Und da kommt die andere Cargo-Lok. Zack. Schön, schön. Schön, schön. Hier wird Action sein.
Liniennutzung, nein, aber die kriegen jetzt gleich Holz von uns. Dann sollte es eigentlich besser laufen. Zack, unser Holz wird abgeliefert. Schön, gut. Ich wollte gucken, sind wir hier angebunden? Hier sind wir angebunden. Hier sind wir auch angebunden. Hier sind wir noch nicht angebunden. Aber die Öllinie haben wir ja noch nicht gemacht. Aber die machen wir selbstverständlich gleich. Zack. Funktioniert auch. Die Ölraffinerie ist angebunden. Wie sieht's hier aus? Du bist angebunden. Jetzt haben wir also nur noch hier dieses Problem. Was ja nicht wirklich ein Problem ist, weil die Jungs ja quasi schon fast selber sich angebunden haben. Und die haben hier gleich Häuser gebaut am Güterbahnhof. Wie geil ist das denn? Mit Bäumchen und alles. Na, siehst du. Läuft, läuft, läuft und läuft. Zack. Und schon ist der Bahnhof angebunden. Herrlich. Guck mal, die haben sogar hier eine Straße noch weiter gebaut. Die wir ja nicht gebaut hatten. Es gefällt mir richtig gut. Richtig, richtig gut. Ja. Okay. Okay, okay. Oh, hier ist richtig Action. Ich würde sagen, für diese Folge reicht es. Ich werde mir jetzt mal noch 3 neue Züge für die Öllinie raussuchen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir mit den Gütern weiter. Ja, mit diesen Bildern verabschiede ich mich. Bedanke mich wie immer. Macht's gut. Ciao, ciao.